Hallo, servus und willkommen zu einem weiteren World of Tanks Replay. Dieses Mal im Goldnoob E100 Zug, sogar mit drei E100 auf Murowanka. Zusammen mit Felix und dem Peniskopf. Und ja, zwei E100 fahren nach links, einer fährt nach rechts. Wie so üblich, ich habe es ja schon mal im Löwen-Video gesagt, ich werde diese Taktiken nicht kommentieren. Nein, nein, nein. So, ja, E100, ab und an schäme ich mich wirklich, das Ding vorzustellen, weil, ja, ich fahre es halt nur mit Gold, ich muss aber dazu stehen, werde ich auch im nächsten, einen der nächsten Patch, ich glaube sogar im nächsten Patch 9.8 dann, wird übrigens, oder ist es 9.7? Ich glaube, aktuell haben wir 9.6. Das müsste dann 9.7 sein. Aber spätestens 9.8 haben wir dann ein HD-Modell. Und ich glaube, schon in 9.7 haben wir ein HD-Modell vom E100. Und da freue ich mich schon. Fahre den Panzer immer wieder gerne. Auch wenn er nicht mein liebster Panzer ist. Aber er ist auf jeden Fall der Heavy-Panzer. Das, was Heavy-Panzer nun mal ausmachen sollte. Viel Panzerung. Dicke Wumme. So sollen Heavy sein. Fahre jetzt hier erstmal an die Seite und schaue, was hier kommt. Da ich hier eigentlich zwei E100 erwarte, aber die zwei E100 fahren da hinten entlang. Und versuche hier einen Ru zu erwischen. Den Ru erwische ich nicht. Und es wäre auch gut möglich gewesen, dass mein Goldnoob-Schuss in die Seite der Ketten verpufft wäre. Währenddessen der Felix auf der anderen Seite bereits gestorben. Ich werde es nicht kommentieren und werde ihn jetzt an der Stelle auch nicht Noob nennen. Noob. Aber es geht hier weiter. Wir müssen schauen, dass wir die Seite hier so schnell wie möglich klären und dann so schnell wie möglich zurückfahren. Bin auch schon auf dem Rückweg. Wäre hier auch fast wieder einen reingefahren. Bin ja froh, dass man einen E100, und man möchte es kaum glauben, dass man das aber kann, so schnell abbremsen kann. Wir haben nur ein Problem für die Verteidigung. Der Gegner hat zwei ATs, eine FV, Briten-AT auf Tier 8 und einen T92. Und beide machen sehr Aua. Und das kann bei einer Verteidigung schon mal ziemlich nervig sein. So, ich suche mir dabei eine gute Position. Währenddessen zwei Mediums, ein Scout fahren hinten durch, werden wahrscheinlich die AT rausnehmen. Ich hoffe es zumindest. Und ich habe hier was wunderschönes entdeckt. Einen toten Ru. Und dieser tote Ru verdeckt meine Wanne hervorragend. So, und ich konnte den E100 Schaden machen, der E100 mir aber nicht. Die S8 aber schon, hat den Turmring getroffen. Bin am Nachladen und schaut, dass ich die S8 noch entsorgen kann. Perfekt. Winkel wieder meinen Turm an. E100 bounced nochmal. Pershing bounced auch. Hervorragend. So, ziele jetzt auf den Pershing ein. Entscheide mich aber um auf den T30, da der Gegner ist, der mir mehr Angst macht. Winkel meinen Turm jetzt auch auf die andere Seite an, da die Gegner mehr von links kommen. So. T30 nochmal geschossen, aber ins Wrack reingegangen. Und ich kann hier noch gut halten. Sorry. So, und der Pershing mit kleinen bekommen. Für den würde übrigens auch locker AP reichen, aber nein, wenn man es eh schon drinnen hat. Und den E75 hinten, den fackeln wir auch noch ab. Hat scheinbar keinen Feuerlöscher dabei oder schaltet nicht, dass er den mal einsetzen sollte. Und auch noch ganz interessant hier an der Stelle. Ich spotte die hier alle. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet.
Dürfte einiges an Spotter-Damage bekommen. Fahre jetzt aber nach vorne. Hoffe, dass die Buttshot da links nicht noch da ist, sondern irgendwo anders. Oder der E50M. Okay. Au. E75 schießt von vorne auf mich. Geht dabei selber nicht auf. Der steht richtig. Buttshot links noch, aber dürfte im Moment mit den T71 und E100 beschäftigt sein. Links der E75. Ich schieße auf den aus der Fahrt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. E75 mittlerweile auf Gold gewechselt. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Wäre auch wirklich sehr vermessen, da jetzt selber was dagegen zu sagen. Aber nervt ein wenig, dass der mich jetzt hier schießen kann. Na komm. Und E75 macht im Moment mir sogar richtig Ärger. Hat mir jetzt gut runtergeschossen. Habe jetzt noch eine vom E100 links bekommen. Im Übrigen, der eine E100 vorhin hat nicht Gold geschossen. Der E100 von links Gold. Das sieht man ja immer sehr schön hier unten, von was ich alles Treffer bekomme. Das meiste war AP. Und ganz ehrlich, wenn ich einen E100 sehe, ich wechsle da auch schon mal gerne auf Gold. Also macht es einfach. Lasst euch da nicht beirren, wenn ihr als Goldnoobs bezeichnet werdet, etc. Ihr seht, ich mache es auch und ich bin weiß Gott kein Noob mehr. Aber ich mache es halt auch nur bei den Panzern, wo ich es wirklich für nötiger erachte. So, genug Moralpredigt. Ja, Stahlwand bekommen. Spotter Damage auf IS-8, T-30 und Pershing. 4500 Schaden selber ausgeteilt. 4 Kills dabei gemacht. 5670 Schaden abgewehrt durch Panzerung und 1900 Spotter Damage. Waren einfach eine perfekte Position für den E100. Bis auf der eine Schuss auf den E75 aus der Fahrt. Das war dämlich, aber man lernte auch immer wieder dazu. Und in diesem Sinne, wie immer, Panzermarsch!